Ich bin Manuela Starkmann. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Lebe deine Klarheit. Hier geht es um Sinn, Spaß, Spirit und wie du zurück zu deiner Klarheit findest. Vielen Dank, dass ich dich dabei als Guide begleiten darf. Heute geht es mir um das wundervolle Thema Hospizbegleitung. Dazu gibt es schon einen allgemeinen Podcast. Heute möchte ich dir einen Einblick in meine letzte aktive Begleitung geben. Das sind Tipps aus der Erfahrung. Zum einen für dich, was kannst du tun, wenn du mit einem Kranken oder Sterbenden zu tun hast, als auch was kannst du für dein Leben daraus lernen? Das heißt, der Podcast ist ein Ticken aufgeteilt in zwei Bereiche und in diesen zwei Bereichen gibt es nochmal viele Impulse. Also aus meiner Sicht ist bei der Hospizbegleitung schon mal vorneweg wichtig zu klären, was wünscht sich der Sterbende? Er ist die Hauptperson und das ist für mich die Basis. Also wenn du jemanden begleitest, krank oder sterbend, du bist nicht die Hauptperson. Das ist eine wundervolle Übung, das Ego zurückzunehmen. Es geht dabei nicht um dich. Und gleichzeitig wirst du aus dieser Erfahrung für dich selbst so viel mitnehmen können, dass es vielleicht zufällig, vielleicht automatisch, ganz von selbst, doch wieder sehr, sehr viel mit dir zu tun hat. Und zwar auf eine Weise, die mehr zu meinem Modell Ratio Ego Herz passt. Denn wie gesagt, es geht nicht um dein Ego, es geht auch nicht um Ratio, ist es jetzt falsch oder richtig, sondern es geht darum, in deinem Herzen, in deiner Klarheit zu sein. Ich empfinde es persönlich als die schönsten Augenblicke und eine riesengroße Bereicherung, wenn ich mein Herz erfüllen darf mit einem Menschen, den ich begleite. Ja, was wünscht sich denn der Mensch, den du begleitest? Gegebenenfalls wirst du erstaunt sein. Der möchte nämlich ganz normale Sachen. Ganz normale Sachen, die ich dir gleich als nichts Besonderes aufzähle. Die Basis davor ist die, das, was du hören wirst, ist vollkommen banal. Ja, böses Wort, ne? Total banal. Denn der Sterbende wünscht sich nicht, mit dir nochmal eine Weltreise zu erleben und du betreust, begleitest ihn. Die Sachen von der Löffelliste, die stehen da nicht mehr drauf. Und weißt du, warum ich dazu banal sage? Die Wünsche sind so einfach, dass es wirklich bedauerlich ist, dass wir in unserer heutigen seltsamen Gesellschaft genau sowas nicht vollkommen normal, einfach so und aus liebevollem Herzen gerne tun. Was ist denn dieses nichts Besonderes, was sich ein Sterbender wünscht? Aus meiner Erfahrung zum Beispiel mithelfen, den Papierkram zu erledigen. Also jetzt gestern zum Beispiel haben wir nochmal diese große Freude gehabt,
alle möglichen Unterlagen rauszusuchen, um nochmal einen Rentenantrag zu machen. Das ist schon für einen Gesunden keine Freude. Überleg mal, wie lange du vielleicht brauchst, bis du zum Beispiel die Steuererklärung machst. Für jemanden, der krank ist, schwach ist, ist das nochmal eine ganz andere Aufgabe. Ja, und unter Papierkram fällt auch Patientenverfügung. Patientenverfügung, ein wundervolles und wichtiges Thema. Ich mag hier tatsächlich ein bisschen was zu sagen, weil die wenigsten wissen drum und noch weniger haben sie. Mein Tipp, entweder im Internet oder in einer guten Buchhandlung, die Patientenverfügung, Betreuungsvollmacht vom Bayerischen Justizministerium auswählen. Im Internet kannst du das PDF kostenlos runterladen, es sind so knapp 60 Seiten, in der Buchhandlung kostet es Geld. Wie viel auch immer, irgendwas unter 10 Euro, also bezahlbar. Da haben in beiden Fällen Menschen dran gewirkt. Das ist aktuell, wir sind gerade im Juli 2017, die 17. Auflage. Das verändert und verbessert sich ständig, passt sich an. Das heißt, du musst dir nichts alleine einfallen lassen, wenn du jetzt einen Menschen begleitest, sondern ihr könnt diese oder eine andere gute, seriöse Vorlage nehmen und sie ausfüllen. Es ist aus meiner Sicht immer wichtig, gerade im Bereich des Sterbenden. Wir wissen ja gerade nicht, was hat er, also wir zwei, du und ich. Es hängt dann ja von deiner Situation ab, wen du begleitest. Es kann ja auch sein, dass jemand zum Beispiel keine lange Krankheit hatte, wo also klar ist, dass eine Patientenverfügung Sinn macht, sondern der geht früh aus dem Haus. Darum bin ich ein Fan davon, immer nur im Guten auseinanderzugehen und kommt abends nicht wieder, sondern ist zum Beispiel nach einem Unfall im Krankenhaus. Es spart keinerlei Zeit, eine Patientenverfügung nicht zu haben, in wirklich aller Klarheit und Deutlichkeit. Es ist in einer leidvollen Situation keine dankenswerte Ablenkung, sich jetzt darum zu kümmern, alles für den Kranken, für den Sterbenden nach seinem Sinn zu machen. Es ist viel schöner, seine Wünsche zu kennen und die Zeit, die ihr zusammen habt, damit zu verbringen, sie zu seinem Wohl zu verbringen. Ja, da wird auch mal ein Ausfüllen von einem Antrag sein, Postlesen, Ähnliches, aber mach bitte dem Sterbenden die Zeit so leicht, einfach, angenehm wie nur möglich. Bring Spaß in sein Leben und nimm ihm ab, was geht. Patientenverfügung, um es nebenbei zu erwähnen, ist auch für dich ein wichtiges Thema. Aus meiner Sicht solltest du definitiv die Patientenverfügung ausfüllen mit allem, was dazugehört. Du solltest ein Testament haben und du solltest dich mit deiner Bestattung auseinandersetzen. Leben und Sterben gehört zusammen. Ich bin deshalb Hospizbegleiter aus tiefstem Herzen, weil ich mir wünsche, dass Menschen dieses Tabu des Sterbens endlich auflösen. Wenn wir nicht drüber reden, wird es trotzdem passieren. Und wenn es dann passiert, eher unvorbereitet, dann haut's die Menschen einfach mehr um. Also bitte nicht die Augen verschließen, sondern sich diesem Thema liebevoll widmen. Was ist neben Papierkram außerdem nichts Besonderes, was sich der Sterbende wünscht? Also zum Beispiel Eis essen gehen. Hatten wir jetzt auch gemacht. Bedenke bitte, ein Sterbender, so wie ich das jetzt kenne, hat oft bis zu 20 Tabletten und davon sind ungefähr ein Viertel dazu da, dass der Magen nicht komplett durchgeracht. Ein Sterbender kann nicht mehr alles essen. Also für mich ist es natürlich leichter, weil ich komme in eine fremde Familie. Ich weiß nicht, welche Essvorlieben der Mensch hat, den ich begleiten darf. Ich frage einfach.
wenn du den Menschen kennst und du denkst dir, Mensch, der hat so gerne sein Leben lang XYZ gegessen. Das hatte ich einmal bei einer Dame, die dann nach ewigen Zeiten wieder, ich glaube, eine Cousine oder so ähnlich besucht hat. Und die hatte dann gekocht und aufgefahren. Ja, und die Dame, die ich begleitet habe, war in der Bredouille, esse ich das jetzt oder esse ich das jetzt nicht? Frag lieber, wenn du den Menschen kennst, geh nicht davon aus, dass sein Magen noch den Zustand hat, wie du es kennst, sondern schau, dass ihr rausfindet, was er gut verträgt, sowohl in der Art als auch in der Menge, als auch natürlich in der Temperatur. Eis essen hat er vielleicht sein Leben lang gerne gemacht, kann aber jetzt kalt einfach nicht mehr gut verwursteln. Bedenk auch bitte, wenn jemand so viele Tabletten nimmt, ist Übergeben und oder Durchfall nicht lustig. Das ist schon für einen gesunden Menschen heftig, für einen Kranken ist es ein unnötiger Kraftakt. Du tust dann nichts Gutes, wenn du es gut meinst und irgendein Essen anlieferst, das dem Menschen und seinem Magen, seinem Darm nicht dient. Nächster Punkt, nichts Besonderes, ist tatsächlich dann auch zum Beispiel Essen zubereiten, Schrägstrich kochen. Damit meine ich jetzt kalt oder warm. Ich weiß noch von einer Dame, die konnte fast nichts mehr essen, war aber von dem, dass sie es verträgt und dass es tatsächlich etwas ist, was ihr nach Chemo und allem tatsächlich noch ein bisschen Geschmack gegeben hat, begeistert von Brot mit Griebenschmalz und Stückchen drin. Das musst du selber nicht mögen. Deine Einstellung, und das sage ich als vegan essender und lebender Mensch, ist hier nicht primär. Entscheidend ist, was wünscht sich der Sterbende? Und jemand, der wirklich nur noch Haut und Knochen ist, wenig essen kann, für den ist es einfach schön, zum Beispiel ein Brot geschmiert zu bekommen. Und wenn er sich schwer tut, wird es in kleine Stückchen geschnitten und eben so gut vorbereitet, dass es von ihm im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur, dass er isst, sondern auch, dass es wirklich vom Mund, je nachdem, was der an Medikamenten und Behandlungen bekommt, ist auch der Mund nicht mehr der wie vorher. Da rede ich jetzt nicht nur von den Geschmackssinnen, sondern der Mund kann voller Entzündungen sein, offen sein. Das heißt, wegen mir der tolle Vitamin-C-Orangensaft ist komplett ungeeignet. Der muss nicht mal bis zum Magen runtergehen, was er eventuell nicht wird. Das reicht schon im Mund. Bitte sei da ganz liebevoll. Fühl dich auch nie abgelehnt. Es hat nichts mit dir zu tun. Es ist total schön, dass du dich kümmerst und dass du machst und dass du weder zu pushy noch zu, na ja, dann halt nicht so, weißt du, so appellmäßig bist, sondern du bist einfach da. Dieses Dasein von dir, unterschätze das nicht. Das ist das, worum es geht. Das ist das, was wertvoll ist. Und bei dem Thema Essen, Kochen jetzt einfach, geht es eben bei dem Sterbenden sowohl um, was verträgt seinen Magen, aber wie gesagt, da gehört auch Mund, Darm dazu, als auch wozu hat er die Kraft. Manche haben schon Hunger, aber haben nicht mehr die Kraft, solange sie noch zu Hause sind, was die meisten aus meiner Erfahrung wollen, in die Küche zu gehen und sich was zu kochen. Da kann manchmal schon nur Kartoffeln aufsetzen, um sich später einen Kartoffelbrei selber zu machen. Wo man sagt, na, die Kartoffeln kochen von alleine und dann zieht man halt die Haut ab und dann macht man ein bisschen Butter drauf, fertig ist der Lack. Das ist für einen, der wenig Kraft hat, schon ziemlich viel. Also guckt gemeinsam, ob ihr es so löst, dass entweder du alleine kochst, das, was sich der Mensch wünscht, oder wenn auch eine der Erkenntnisse, die ich gemacht habe, ein Sterbender möchte so lange wie möglich selber machen. Nicht stur oder trotzig, sondern bedenk mal, wie es dir vielleicht geht, wenn du krank oder als es dir ging, als du mal krank warst. Es ist nicht nur schön, sozusagen bedient zu werden, sondern man will ja sozusagen niemanden zur Last fallen oder auch seine Selbstständigkeit nicht aufgeben. Das bedeutet auch, das ist ein sensibles Thema, wo du, ich möchte nicht mal sagen von Mensch zu Mensch, sondern von Treffen zu Treffen sehr sensibel sein darfst. Was geht heute?
Und gehe nicht davon aus, der war die letzten 5 Besuche total fit. Dann ist es dieses Mal auch. Ich habe mit einer Dame am Wochenende telefoniert, für Dienstag ausgemacht, dass ich komme. Da war sie schon fast nicht mehr da. Also genau deshalb empfinde ich es auch so wichtig, wie ich es eben sagte. Immer im Guten auseinandergehen. Mit jedem übrigens, ne? Also immer. Nicht im Bösen einschlafen, nicht im Bösen auseinandergehen, sondern im Guten. Man kann ja, wenn man sich gestritten hat, sagen, wir kriegen da jetzt keine Lösung hin, wir klären es. Aber jetzt nehmen wir uns nochmal einen Arm und geben uns die Achtung. Das nächste unter nichts Besonderes ist zum Beispiel spazieren gehen. Spazieren gehen kann sein, einmal vor die Haustür, 10 Meter, so mehr oder weniger eigentlich am Gartenzaun lang, und dann wieder zurück. Solltest du, weil du den Menschen kennst, verwundert sein, also auch betroffen im Sinne von, ach herrje, jetzt fällt mir erst auf, wie kraftlos er schon ist, dann zeigt das dem Menschen nicht, sondern nimm es für dich wahr, weil man auch selber als Begleitender die Einschätzung eben haben muss, und meistens setzen wir die zu hoch an, was der andere noch kann. Ein Kranker, ein Sterbender hat einfach immer weniger Kraft. Logisch. Was auch gerne gewählt wird, ist zum Beispiel Biergarten gehen. Also klar, im Sommer. Restaurant erlebe ich jetzt eher weniger, also weil es halt drinnen ist. Was ich, wenn dann da erlebe, wenn es die Jahreszeit eben nicht mehr wirklich hergibt, in den Biergarten zu gehen, dass dann zum Beispiel gewünscht wurde, in den Kaffee zu gehen. Also ich will damit ausdrücken, nichts Großes, nichts Lautes, wo viele Menschen sind, außer es ist zum Beispiel das ehemalige Lieblingsrestaurant mit einem Lieblingsessen, was noch vertragen wird. Ich kenne es jetzt eher, dass dann gesagt wird, da gibt es so eine kleine Konditorei, ein kleines Kaffeechen, da waren wir immer. Ich würde so gerne nochmal die So-und-so-Torte essen. Auch da immer gucken, spazieren gehen, Biergarten, also zum Beispiel hinfahren und Biergarten, das dauert auch eine Zeit. Bedenke, nicht nur das Laufen an sich ist ein Kraftakt, sondern es kann für jemanden auch, war gestern so, wir waren nach 2 Stunden dann wieder zu Hause, nach eben unter anderem dem Eisessen fahren. Das ist nicht wie wenn man mit gesunden Freunden mal eben um die Häuser zieht. Die Art des Laufens, als auch die Dauer, bis derjenige wieder zurück auf seiner Couch, in seinem Umfeld, das er kennt, wo er sich wohlfühlt, in seinem Bett ist, beachte auch diese Zeit. Ja, dann abschließend noch 2 Aspekte zum nichts Besonderes. Also zum einen reden und zuhören, auch Fragen stellen. Ich erlebe, dass Sterbende gerne ihr Leben nochmal erwähnen, erzählen. Ich finde es übrigens sensationell, weil ich empfinde es als etwas, was wir heutzutage viel zu wenig machen, weil da wohnen ja Enkel, Eltern und Großeltern alle getrennt und irgendwann ist halt einer krank und oder tot und damit gehen die Geschichten verloren. Wir haben jetzt teilweise noch Großeltern, die vom Zweiten Weltkrieg erzählen können. Halte ich für eine Gesellschaft, die im selbstverständlichsten Luxus überhaupt lebt und meint, es ist wichtig, das richtige Handy zu haben, die richtigen Klamotten. Ich habe gestern Jugendliche laufen sehen, wo ich mir denke, Gott, die meinen wahrscheinlich, sie sind super individuell, dabei sind sie so unfassbar uniform, weil sie zwar unterschiedliche Sachen anhatten, aber es war in beiden Fällen ein Käppi, ein überweites T-Shirt, eine Art Jogginghose und Turnschuhe. Und es ist wahrscheinlich super wichtig. In einer Zeit, wo man, wie es manche alten Menschen aus dem Krieg sagen, nichts zu fressen hat, ist das wirklich die kleinste Sorge, ob man jetzt gerade in ist. Und anstatt alte Menschen zu belächeln, wenn es jetzt mal darum geht, einen alten, sterbenden Menschen zu begleiten, ey, hör dir die Lebensgeschichte an, lern draus, seh nicht alles als selbstverständlich, was du jetzt hast. Belächel diesen Menschen nicht, sondern der ist ein weiser Lehrer. Und idealerweise hörst du den Menschen bitte schon so lange und dann auch zu, solange sie noch gesund sind.
Abschließend zu nichts Besonderes, reden und zuhören. Ja, stell auch Fragen, redet über Ängste. Auch was soll noch geklärt werden? Übers Sterben, über den Tod, die Bestattung. Ist ein sensibles Thema. Manche mögen es gar nicht, für manche ist es wichtig. Du siehst, wir haben entweder reden und zuhören über die Vergangenheit, was für dich ein Fundus an Wissen sein wird, oder es ist ein Reden über sozusagen die, sagen wir mal, Gegenwart, wenn da die Ängste drin sind, was kann man jetzt noch klären, als auch die nahe Zukunft mit Sterben, Tod, als auch Bestattung. Ich gehe damit wie immer auch sehr feinfühlig mit um. Es kann sein, dass jemand da nahezu abgeklärt und hart reagiert und du vielleicht schon überrascht bist, weil du wolltest da jetzt ganz sachte und sensibel rangehen und dann ist da jemand ja schon fast sehr deutlich. Es kann sein, dass jemand weint, es kann sein, dass er einmal heftig ist und das nächste Mal traurig. Also das ist das ganze Gefühlsspektrum und auch hier, es kann sich jedes Mal ändern. Der Part ist, schau, was du tun kannst, was geklärt werden kann. Also auch zum Beispiel, damit meine ich jetzt nicht mehr den Papierkram, der Bereich Familienzusammenführung oder eben Freunde, mit denen in der letzten Zeit kein Kontakt mehr war. Weil meistens wird dann festgestellt, wie blödsinnig eine Unstimmigkeit war und die hat dann manchmal Wochen, Monate bis Jahre an Zeit gekostet, die man nicht gemeinsam verbracht hat. Für Sterbende ist diese Klärung oft ein wichtiger Aspekt und wenn du da helfen kannst, super toll. Also bei mir ging es auch schon so in die Richtung, dass man halt auch zum Beispiel die Telefonnummer recherchiert, weil jemand halt ein Telefonbuch von, was weiß ich, 2010 hat und da ist nichts mehr drin. Dann kann ich ja dann zu Hause zum Beispiel sagen, ich frage einfach mal das Internet, vielleicht hat es ja die aktuelle Telefonnummer. Also mach diese kleinen Dienste, die, wie gesagt, für dich als Gesunder wahrscheinlich völlig einfach, banal und normal sind. Für jemanden, der am Gehen ist, ist es was ganz Großes. Zwei Punkte noch zum, was kannst du für den Sterbenden tun? Bedenke leider in Deutschland, es müssen Anträge ausgefüllt werden. Gruselig, ich habe gestern auch mitgelesen und mir gedacht, ich verstehe oft nicht mal, was die jeweilige Behörde, Kasse haben will. Ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, macht das immer so frühzeitig wie möglich. Lasst auch keine Anträge liegen, auch gerade besonders die bezüglich der Pflegestufe. Das ist ein Kampf ohne Ende, da eine vernünftige Pflegestufe reinzukriegen. Ich habe schon Angehörige gehabt, die haben da sich nicht dran gewagt, aus Angst oder was auch immer. Das dient niemandem und vor allen Dingen nicht dem, der stirbt. Und ganz wichtig, wenn du jemanden begleitest, und auch dazu wird es sehr bald einen weiteren Podcast geben, nimm dein Ego zurück. Dein Ego ist hier absolut fehl am Platz, wie deine Ratio auch. Es geht nicht, wie gesagt, um dich, es geht um den Sterbenden, um sein Wohl. Sei sein Vermittler, auch zum Beispiel mit der Familie, mit Freunden, gerade auch wenn da entweder das große Schweigen in der Familie herrscht, aber wenn wir uns nicht drum kümmern, passiert es vielleicht nicht. Oder eben oft diese freundliche Zwangsbeglückung, Beispiel Essen. Also ich hatte es auch bei einer Dame, wo dann der Sohn immer Essen geliefert hat, wo ich einfach bei ihr wahrnehme, oder sie sagt es mir auch, wenn wir alleine sind, sie will das nicht. Und ich meine, die Dame war über 70, die hat eine Entscheidungsbefugnis, ne? Die ist nicht 2 Monate alt, Ironie aus. Sei da auch ein achtsamer, liebevoller Vermittler, was sich der Sterbende wünscht, weil er manchmal einfach nicht die Energie hat, noch in Ablehnung zu gehen oder in Konflikte vielleicht sogar. Und der will auch lieben Menschen,
die was Liebes tun, nichts Unliebes sagen. Das ist auch eine Zwickmühle für den. Erfülle Wünsche. Ich war einmal bei einem Herrn im Altenheim und der hat gesagt, er ist so schnell krank geworden, dass er direkt von zu Hause ins Krankenhaus und vom Krankenhaus nicht wieder nach Hause, sondern direkt ins Pflegeheim ist. Und der hat sein Jesuskreuz an der Wand vermisst. Dadurch, dass seine Wohnung schon aufgelöst war, konnte ich ihm nicht mehr das beschaffen, an dem sein Herz hing, dass er sein Leben lang eben in seiner Wohnung gehabt hat. Aber wir können dann im Internet raussuchen, was ihm gefällt und dann kann er sich das nochmal schön machen. Also so ein kleiner Wunsch, wie gegenüber vom Bett noch ein Kreuz hängen haben, das ist so leicht erfüllbar. Also finde raus, wie du dienen kannst. Und der zweite Part von dem Podcast, lerne aus dieser Situation. Was kannst du für dein Herz, nicht für dein Ego, nicht für deine Ratio, für dein Herz, für deine Klarheit daraus lernen? Lebe jetzt. Lebe jetzt. Lebe jetzt. Achte auf deine Lebensweise. Sei weise mit all den Aspekten. Auch dazu habe ich schon Podcasts gemacht. Ernährung, alles, was zu einer Lebensweise gehört. Und das sind wahrscheinlich 1000 Aspekte, die möglich sind, beziehungsweise mehr. Nicht zum Kopieren. Ich sage dir nicht, was du tun sollst. Ich bin nicht der, der dir Ratschläge gibt. Ich bin Impulsgeber. Ich bin Guide. Finde du die Lebensweise, die für dich stimmig ist. Mach Papierkram inklusive Vollmachten, allem, was dazugehört. Du kannst es zum Beispiel als Projekt machen. An einem Wochenende. Ich habe das auch über einen längeren Zeitraum gemacht. Ich habe das nach Weihnachten über die Rauhnächte zum Beispiel gemacht. Ich habe nicht den Anspruch an mich, dass ich das an einem Tag ausfülle und fertig. Plus, wenn du anfängst, im Internet zu recherchieren und dieses Heft zu haben und durchzulesen, das dauert. Wie mit dem Frühjahrsputz und Ordnung schaffen, dazu gibt es einen Podcast. Nimm dir Zeit, einen längeren Zeitraum oder mit den Menschen, die es betrifft, und mach da ein hübsches Projekt draus. Sei mit niemandem in Disharmonie oder Unklarheit. Sei mit den Menschen im Guten. Und geh auch nur im Guten mit ihnen auseinander. Kümmere dich um dich und um alle Lebewesen. Nein, du sollst dich jetzt nicht altruistisch aufgeben und was dir zu viel ist, sollst du auch nicht machen, habe ich nicht gesagt, sondern das bezieht sich auf alles, was damit zu tun hat, dass wir uns oft viel zu spät um unsere Freunde und Familie kümmern. Bitte kümmere dich gleich. Und abschließend sei liebevoll, achtsam und mitfühlend. Ich danke dir fürs Zuhören, fürs Schreiben, fürs Teilen und fürs Abonnieren von meinem Podcast Lebe deine Klarheit. Bis wir uns wieder hören, alles Liebe, Gesundheit und Frieden, dein Guide und Healer, Manuela Starkmann. Lebe deine Klarheit.